An Oriental Dragon. Oh, ein altes Stück. Ja, das habe ich jetzt leider übersprungen. Das tut mir leid. Ich wollte mir eigentlich das Ding nochmal genauer angucken. It is pointless. Okay. Da fehlt aber ein Schlüssel, by the way. Hat er etwa die C-Seite aufgeschlagen? Oh. And maybe the guide, the murderer's customary signature, covered in blood this time. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Das ist der brutalste Mord von allen. Sie sieht verdächtig aus. The vegetation behind the bush has been trampled. In welcher Position war Sir Carmichael, als er ermordet wurde? Ja, nicht in der dann, oder? Und hat Sir Carmichael seinen Mörder gesehen? Aber dafür fehlen uns noch Hinweise. Oh, aber auch nur noch einer, okay. Hat nur eine einzige, war noch warm. Niedergetretenes Gras. Ich glaube, da fehlt uns der eine Hinweis. Und hier wahrscheinlich genauso. Ja. Okay, ein Hinweis, der uns hier noch fehlt. Vielleicht hat er im Gebüsch gewartet. The body is just in front of a bush. Let us now try and get Jetzt our haben wir alles. Er hat gepinkelt. Die Leiche wurde vor dem einzigen Strauch gefunden, den es in der Landschaft gab. Er hatte eine konische Form, die sich vom Strauch entfernt. Sir Carmichael drehte dem Strauch den Rücken zu. Also er stand mit dem Rücken zum Sir Strauch. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than one meter. Let us now try and get our brain cells to work. Also muss er ihn gesehen haben. Oder? Das Opfer lag mit dem Rücken zum Strauch. Ja, also erstens ist der Busch, ja. Sir Carmichael ist gestorben, ohne zu sehen, wer ihn geschlagen hat. Also wurde ihm von hinten die Kehle durchgeschnitten. Die Personen wurden immer von hinten ermordet. Die einzige, die ihn gesehen hat, war Betty. Have you finished, Poirot? Ja. Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. Er wurde so sehr sorgfältig geplant. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Er muss sie alle gekannt haben. Er musste über alle informiert gewesen sein. Diebstahl war es nicht. Er hat ja noch, er hat den Siegelring da, das Geld war noch da, die Uhr war noch da, die sah auch relativ wertvoll aus. Brutaler Mord. The murderer struck with terrible savagery. Und es ist der brutalste Mord. Genau. Und es ist der erste Mann, den er getötet hat. Dann. Auf zum Franklin. Wenn du übrigens ins Bett gehen willst, dann machen wir auch Schluss, gell?
Ihr müsst wissen, wir nehmen das gerade auf. Es ist tief in der Nacht. Es ist kurz vor zwei. Es ist Sonntag. Es ist Sonntagnacht. Es ist kurz vor zwei. Es gibt Leute, die müssen halt montags wieder raus. Wir gehören da theoretisch dazu. Ja, aber wo muss ich jetzt lang, Alter? I had better go up to Combside. Ja, aber wo ist der? Ich dachte, go up wäre dann nicht Richtung Cliff, oder? Weil das da ist ja die. Muss er da oben sein? Ach, guck mal, daneben. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some... Die Frauen sehen halt alle gleich aus. Thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Ich frage mich jetzt, ob das einfach nur eine Faulheit war, das so zu machen, oder ob das wirklich einen Grund hat. Es könnte nämlich einen Grund haben. Ich traue dem Spiel alles zu. There is something very viril about him. Die Nase. Voll die Dongus-Nase, Alter. Nase einfach der Vorhaut abziehen, ey. Alter. Ja, sieht die Nase halt aus, I'm sorry. There is something very viril about him. Ja, die Penisnase. Die Hände vielleicht, Hände sind doch. Nee, hier wird das Ding grün. Hier in der Nähe, es muss hier sein. Gebräunter Teint, ist es männlich? Franklin Clark is in Na gut, vielleicht war es in den 30ern männlich. Jagen und sowas ist man oft draußen, ne? Jagen solche feinen Gesellschaften nicht immer? Ja, irgendwas machen die. So, guck mal, die beobachten wir auch mal. There is something elegant about her. Ja, ich weiß auch schon was. Brosche. Ja, und dieses Drachenabzeichen hat man ja auch bei ihm schon gesehen, also beim Opfer. Hat ein bisschen was von Lady Diana, gell? Schon, ja. She has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. Ein bisschen exotisch. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. Bisschen ausgefallen. Ach, scheiße, werden sie befragen sollen. Aber das ganze Service auch, ne? Alles sehr mit diesem chinesischen Antiquitätenkram. Da hinten auch, ja da hinten auch. Ne. Der Teekessel. Bei der Teekessel auch stark japanisch sein könnte, aber Drache Bilder, ist halt eher. Bilder aber nicht, oder? My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her. Nee, die Bilder nicht. I fear that it won't be possible today. Ja, aber ich will ja dich befragen, Kollege. Entschuldigung, ich habe Sprechen zu hindern drauf. Das wissen wir ja jetzt noch gar nicht. Sich verständnisvoll zeigen, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich würde drauf bestehen wollen. Ja. I insist, Mr. Clark. Please allow me to remind you that this is a murder inquiry. Unfortunately, she is much too ill. She doesn't even know her husband is dead. I'm very sorry, but I'm afraid it's out of the question. Na, schon verdächtig. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. Nein, die Nacht war hell. Was ist das für eine Frage? Ist das nicht... Nein, es sind immer 20 Flutlichter auf ihn gerichtet, wenn er geht. Nach seinem Lieblingsbuch. Eine komische Frage, ne? Aber wir fragen mal. Was ist dein Favorit-Novel? The Railway Children by Edith Nesbit. I know it's a children's book, but it's enthralling. So it was you who found the body.
Yes, along with the gardener. Ach, natürlich. Have you seen any strangers around the house? War der Gärtner. As far as I know, nobody. Es war immer der Gärtner. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Warum ist er sich da so sicher? Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. Mhm, ich weiß auch schon ganz genau, was ich uns jetzt untersuche. A gentleman shouldn't. I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Schmiere stehen, Hastings. Schmiere stehen. Bester Hastings, ey. Best Boy. Best Boy Hastings. A tiger. Es geht hierbei um die chinesischen Tierkreiszeichen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da kenne ich mich ja. Naja, nicht so gut aus. 1920? Comsides Private Collection. Purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. Kaiser und Schogune kacken einem gerne mal auf den Tisch. A crane? Ist der Kranich ein chinesisches Tierkreiszeichen? A turtle. Die Schildkröte? Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent. Die Musik ist auch sehr düster geworden. A dragon. Aber noch mehr anschauen? Nee. Nee, ich meine jetzt im Raum meine. Ja, ja. Das ja. Ach du Scheiße. Turtle, Dragon, Crane and the Tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Mm. Wir müssen es doch safe dahin tun, wo wir saßen, oder? Wo die, wenn der Kaiser in der Mitte ist, wo die Teller also waren. Wo die Teller vor von. Rosas vor Rosas rechts, oder? Der hatte einen Drachen, oder? Oh nein, wir müssen die so drehen. Oh nö, ich dachte, wir müssen es einfach nur da hinschieben. Nee, wir müssen jetzt ganz genau drauf achten. The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. Oh, um Gottes Willen. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Each cardinal dafür ist vielleicht schon zu spät fortgeschritten in der Zeit. Dass ich das jetzt noch irgendwie hinbekomme. Aber jetzt, warte mal, die müssen ihn erstmal nur anschauen, oder? Dann. Ach du Scheiße. Was ist das, bitte? So, warte mal. Das macht gar keinen Sinn. Da passt was nicht.
Ach du Scheiße. Aber das war doch nur unsere Sitzposition. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Okay, gut. Das heißt, das ist schon mal richtig. Jetzt muss ich nur die richtige Position finden. I think I heard a bang. Ha! Could it be this cupboard? Nenn mich einfach Rätselmeister. This is interesting. Chinesischer Schnurrbart. Ich bin Meister Miyagi. These daggers are only ceremonial weapons. Und einer fehlt. I do not think that the crime weapon is here. Ja, weil einer fehlt. Ernest Logan, MD Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD Comsci Churston, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case. So I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Here's Miss Gray. Gut, dann können wir die auch mal befragen. Sorry to keep waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Gott, die klingt wie so ein Google-Übersetzer. Mademoiselle? This porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. Ich bin einfach der chinesische Schnurrbartmann. She appears to be very flustered. Hat sie geheult? Mhm, wollte ich auch gerade sagen. Die sie hat auch so eine weg. Penisnase. Die Brosche ist weg. Mhm. She's unable to hide her emotion and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Alles klar, Frau. Wir haben zwar andere Sachen gedacht, aber gut. Here? Teapot with Black Dragon, Yangtze period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colors. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. Fantastischer Schnurrbart. And choose his new acquisitions. So viel Schnurrbärte wie ich hab. Fragen, ob er ihr Geschenke gemacht hat. Fragen, ob er ihr peinlich, ob es ihr peinlich war, für einen älteren Mann zu arbeiten. Fragen, wie ihre Beziehung zu ihrem Dienstherrn war. Also das mit dem peinlich bringt uns ja nichts, weil das bringt uns halt nicht weiter. Nee. Geschenke? Weiß nicht. Die Beziehung, oder? Würde mich jetzt zuallererst interessieren. Weil was würden uns die Geschenke bringen? Was würde uns das bringen, diese Info? Naja, wir haben ja die Brosche gesehen. Das ist, ich meine, theoretisch, aber... Gut, stellt ja auch irgendwie die Beziehung dann her, ne? Wir fragen mal. And sometimes he used to give you a piece as a gift. Is that right? Gift? What do you mean? Die Brosche erwähnen. I am referring to your brooch. This old brooch? Die jetzt fehlt. Oder sie ist weggebackt. I am talking about the magnificent brooch you were wearing earlier. Nein? Yes, you're right. Sie ist weg. Sir Carmichael did give it to me. He valued my work. How could I refuse? He would have been offended.